Vor einer Traumatherapie braucht man keine Angst haben, aber sie sollte unbedingt erfolgen. Ein Trauma wird klar definiert, das ist eben nicht nur, ich habe mich mal erschreckt oder hatte ein schreckliches Erlebnis, sondern es gehören auch Symptome dazu, die den Patienten oder die Patientin dann über viele, viele Monate, Jahre, Wochen belastet. Das heißt, ich muss nach den Kriterien, die man da hat für ein Trauma, genau fragen als Behandler oder Behandlerin. Und das wäre sowas wie, dass ich unkontrollierte Eingebungen habe von Bildern, dass ich Albträume habe, dass ich plötzlich bestimmte Plätze oder Situationen vermeide, weil sie mich möglicherweise an diese Szene erinnern. Und das muss halt sehr genau geprüft werden. Und wenn man unter solchen Symptomen leidet, dann gibt es eine Menge dagegen zu tun. Wir beobachten auf jeden Fall immer mal wieder Patienten, die zum Beispiel mit chronischen Schmerzzuständen kommen oder mit chronischen körperlichen Befindlichkeitsstörungen, wo wir dann eigentlich feststellen, bei genauerem Explorieren, genauerem Befragen und auch die Anamnese noch mal genauer anzugucken, also die Vorgeschichte, dass da doch traumatische Erfahrungen dahinter stecken und dass es so eine Art Körpererinnerung ist. Gerade wenn das früh erfolgt ist, wo noch die Sprache nicht so entwickelt war, dann kann sich das durchaus eher auf dieser Körperebene ausdrücken. Wir versuchen natürlich, den Patienten erstmal in einen sicheren Rahmen einzubetten. Das ist ganz wichtig, weil viele Traumapatienten oder Patientinnen haben auch Angst davor, wenn das jetzt angegangen wird, das Thema. Das heißt, es muss erstmal eine vertrauensvolle Situation geschaffen werden, es muss eine vertrauensvolle Beziehung mit dem Therapeut oder Therapeutin bestehen und dann geht man Schritt für Schritt an das Trauma heran, aber immer unter Begleitung, um den Patienten nicht zu überfordern, bearbeitet das und da gibt es verschiedene Therapieformen, mit denen man das tun kann und am Ende ist natürlich der Wunsch, dass man dann diese Symptome verloren hat und mit dem Trauma so umgehen kann, dass es einen nicht mehr belastet.